Ein großes Starterfeld zeichnete das internationale Schwimmmeeting im Heimbad aus. Spitzenleistungen waren angesagt. Besuchen Sie mit uns das Schwimmmeeting und überzeugen Sie sich von den Leistungen und der Begeisterung unserer Schwimmjugend. Was sagst du zu diesem Turnier? Hat eine Rolle für die Leute, die sind Westfalen. Sie freut sich, dass sie hier sein darf und freut sich, dass sie der jüngeren Generation zuschauen darf. Internationales Schwimmturnier im Schwechater Hallenbad. Ja, also wir sind heuer sehr bemüht, auch wie immer, also dass wir unsere Wettbewerbe gut über die Bühne bringen. Und wir haben wirklich von Sopron, von Bratislava Vereine motivieren können, hierher zu kommen. Und das freut uns natürlich auch sehr. Und wir werden sehen, dass am Ende des Tages alles sehr gut gewesen ist. Es erfüllt einen mit Freude, wenn man viel Jugend bewegt. Gerade hier beim Schwimmen auch mit internationaler Teilnahme. Diese Trophy findet ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum 14. Mal heuer statt. Und das zeigt, dass diese Veranstaltung angenommen wird. Das Hallenbad dafür geeignet? Absolut. Also man sieht, dass man aus wenig sehr viel machen kann. Und dieses Bad kann man sehr schön aufschmücken und die Distanz, die 25 Meter, sind gegeben. Und dadurch können wir auch diesen Bewerb hier über die Bühne gehen lassen. Was war Ihre Entscheidung, für den SVS als Trainer zu arbeiten? Ein sehr interessantes Konzept, was mir der Vorstand vorgegeben hat. Ich kann hier sehr frei arbeiten, kann meine sportlichen Ziele, die ich in meinem sportwissenschaftlichen Studium, was ich abgeschlossen habe, so alles gelernt habe, kann ich voll und ganz umsetzen. Und darum ging es mir. Ich glaube, dass ich hier ordentlich was aufbauen kann, dass hier Potenzial ist. Und das Gesamtkonzept hat mich überzeugt, deswegen ist für mich einfach wahr, dass ich mich für Schwächert entschieden habe. Unsere Schwimmer sind bei Professionisten untergebracht und die leisten eine hervorragende Arbeit. Wie man es in verschiedenen Bereichen ja erkennen kann, gibt es bei unseren Schwimmern viele, die nationale, aber auch internationale Titel einfahren. Was hat dich bewogen, mit dem Schwimmsport zu gehen? Also angefangen habe ich durch meine Mutter, weil ich in der Volksschule sehr wild war, kann man sagen, dass ich mich ein bisschen auslaste. Und meine Trainerin hat dann gesagt, dass es mir mal ein richtiger Schwimmer werden könnte und hat mich dann in die Südstadt gebracht. Und seitdem schwimme ich einfach. Ist halt immer mehr geworden mit dem Training und da bin ich. Du sagst es so bescheiden, du hast aber einen Rekord von Markus Rogan gebrochen. Welchen und um wie viel hast du ihn unterbrochen? Es war 400 Lagen in Ungarn. Gebrochen habe ich ihn um, ich glaube, 87 Hundertstel. Und ja, am nächsten Tag dann 200 Lagen, zweimal vom Stefan Sebastian. Um über eine Sekunde, glaube ich. Der Hauptfokus liegt bei uns nach wie vor im Breitensport. Und ich habe gesagt, wenn sich aus diesem Breitensport Schwimmer herauskristallisieren, die den Spitzensport ausüben können, dann ist das eine hervorragende Sache. Und unsere Trainer und die Einheiten sind das imstande, diese Leute dahingehend auszubilden. Ich sehe ja keinen Gegensatz zwischen Breitensport und Spitzensport, sofern es sich um einen Nachwuchsleistungssport handelt. Aber um dann junge Menschen zur Weltklasse heranzuführen, das übersteigt natürlich den Bereich einer Gemeinde. Hier sind andere Institutionen gefordert. Schwechat war, ist und wird in Zukunft immer einen Fokus haben in Österreich und auch international im sportlichen Bereich.